Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Infraspace hier bei Heisenberg zockt. Da fehlen doch schon wieder ein paar Sachen, sag mal. Ja, hier hinten haben wir Schwefel, das fehlt oder der fehlt. Ja, und was ist das hier genau nochmal? Stromnetz, nö. Die hier meine ich. Da haben wir Neuralprozessoren. Ja genau, die müssen wir halt noch erforschen. Soweit sind wir noch nicht. Wir sind stehen geblieben bei... Was waren wir denn gerade? Hier, Dünger, genau. Dünger ist auch wichtig. Und hier hinten kommen dann die anderen Sachen. Mhm. Okay, gehen wir raus. Wie sieht's aus mit Strom? Ist okay. Wohnungen, ja, können wir für den Moment auch vernachlässigen. Dann würde ich mal gerne schnell gucken, wie sieht's aus mit Leveln. Parks fehlen, Hausgeräte fehlen, aber eben das ist immer relativ, ja, wie soll ich sagen, individuell was fehlt. Aber hier fehlen grundsätzlich schon Parks. Wie sieht's denn hier aus? Hier ist eigentlich okay. Und wie sieht's hier aus bei Parks? Ne, das ist der Dünger, Gemüse. Da haben wir die Parks. Ja, es ist jetzt nicht so, als hätten wir hier Tausende zu viele. Also, machen wir nochmal einen Park hier hin. Mal gucken, wo. Irgendwo, wo es Sinn macht. Irgendwo bei den Wohnungen. Das wäre eigentlich hier unten. Da haben wir aber auch so ein Teil. Nur da haben wir keine Straße rüber. Da bräuchten wir eigentlich mal noch eine Straße. Machen wir hier so ein Teil hin. Und dann schnappe ich mir hier Kollege Straße. Das machen wir mal zu. Le Beton. Ja, bauen wir doch gleich in Breit. Dieses Schmalbrüstige hier, das möchte ich eigentlich nicht mehr haben. Weil man weiß warum. So, gut. Nicht, dass wir das jetzt Zink gebraucht hätten, aber ich denke, schadet nicht. Man sieht, es wird ja auch genutzt. Und der Park hier, der wird hoffentlich auch genutzt. So, können wir euch... Nee, euch können wir natürlich überhaupt nicht helfen, solange wir diese Neuralprozessoren nicht haben. Jetzt muss ich doch nochmal schnell gucken. Neural, Neural. Wo haben wir die denn? Schulen? Iridium? Uiuiui. Ui, ui. Da, Neutronenreaktor. Nö, das ist was anderes. Das ist, ja, der Strom. Wo haben wir die denn? Können wir die schon bauen? Nein. Also nicht, dass wir die schon bauen können und ich hab's jetzt verdattelt. Mikrochip, Motoren haben wir. Dann die Nanoröhren, das ist was anderes. Das hier fehlt. Fabrik für Neuronalprozessoren. Da haben wir sie. Warum kann ich die nicht bauen? Weil wir es nicht erforscht haben. Na gut, Neuronalprozessoren. Wir gucken nochmal. Hier ist nichts. Da habe ich irgendwas übersehen? Nö. Neuronal, Neuronal. Da sind sie. Die müssen wir haben. Wisst ihr was? Dann machen wir den Dünger mal weg und machen die hier. Ich denke, das ist wichtiger. Vor allem den Dünger. Wir können den Dünger gar nicht machen. Die haben ja wieder diese gelben Wissenschaftspunkte, die wir eben auch noch nicht haben. Beziehungsweise wir haben da so Fabriken oder Labore hingestellt, aber die können nicht forschen, weil eben die Neuronalprozessoren fehlen. Und hier, das müsste ja gehen. Hier haben wir blau und grün. Gut, forschen wir mal an dem rum. Halleluja. So, haben wir irgendwo Stau? Ist eine rein rhetorische Frage, weil vermutlich ja. Ja, wobei es geht. Hält sie jetzt eigentlich in Grenzen, wenn wir hier mal so gucken. Ja, wir sind jetzt natürlich auch mit den Baumateriallagern raus. Das heißt, die sind nicht mehr hier in der Stadt, die sind irgendwo außerhalb. Irgendwo dort, wo wir damit leben können, wenn wir ein bisschen Stau haben. Was fehlt euch hier hinten? Aha, ich sehe es schon. Das müsste dann Kupfererz sein. Das kann aber nicht sein. Ihr sitzt hier an der Quelle. Und hier haben wir noch Baumateriallager. Wie kann denn hier das Lager voll sein, wenn hier das Lager ist? Ja gut, das ist halt nicht für Kupfer. Naja gut. Mach mal. Was anderes fällt mir dazu jetzt gerade nicht ein. Weil die sitzen an der Quelle. Also da müssen wir nichts machen mit Stadtteilen. Das können wir uns tatsächlich schenken. Hier hätten wir nochmal Schwefel. Hier stehen die Bagger ebenfalls. Hier ist auch alles voll. Okay, gut. Ja, da müssen wir ein Momentchen Geduld haben. Das ist immer noch in Ordnung. Strom ist auch noch in Ordnung. Können wir lassen. Genau, die Eisenbahn. Wir haben gesagt, wir machen mit der Eisenbahn mal noch weiter. Dass wir irgendwo hindüsen, wo es Sinn macht. Wo wird es denn Sinn machen? Eigentlich überall. Wir haben hier die Eisenbahn. Wir haben sie hier. Nach hier hinten, nur wegen dem würde ich jetzt nicht. Und hierhin würde ich eigentlich auch nicht. Ich würde, wenn, dann vielleicht nach da hinten düsen. Ja, jetzt müssen wir mal schnell gucken. Hier hinten raus mit der Eisenbahn würde heißen, die Gebäude müssen weg. Na gut, dann heißt das, die Gebäude müssen weg. So, wir haben hier noch ein bisschen Platz. Vielleicht gefällt es denen hier sowieso besser. Und dann schauen wir doch mal, Straße, Schiene. Dass wir hier mal irgendwie rauskommen. Und zwar mit Höhe. In die Richtung, dann hier lang. Und dann irgendwie hier rüber. Oder sollen wir hier vielleicht sogar über das ganze Ding rüber? Wir können ja mal gucken, wenn wir nochmal höher gehen. Ja, das geht sogar.
So, schön schwungvoll. Gefällt mir eigentlich. Ich mag, wenn es schwungvoll ist. Passt das so? Ja, hier einmal außen rum. Und dann können wir aber die Höhe eigentlich hier mal ein Momentchen vergessen. Die brauchen wir hier vorne wieder. Einmal so, einmal so, einmal runter. Oder zweimal runter sogar. In die Richtung. Und jetzt irgendwo brauche ich nur dann halt einen Bahnhof. Wisst ihr was? Wir setzen erstmal den Bahnhof. Ich denke, das ist cleverer. Ja, machen wir doch mal einen mittleren. Irgendwo hier hin. Oder hier oben. Da sehen wir, da haben wir eh schon wieder Stau. Ja, du kommst mal hier hin. Vielleicht nochmal ein bisschen gedreht. Das ging mit E. Irgendwie so. Und dann machen wir natürlich die Straßenzufahrten entsprechend. Gut, wir brauchen wieder eine Schiene. Ich würde hier nochmal rüberschwingen. Macht das Sinn? Ja, das macht nicht nur Sinn, das müssen wir sogar. Einmal fröhliches Schwingen und einmal wieder runterschwingen. Hier außen rum, hier außen rum. Und jetzt wird es hier ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ich da reinkomme, wenn ich hier Höhe habe. Nehmen wir so. Einmal runter. Doch, das geht. Das ist dann halt ein bisschen huggelig, aber okay. Das funktioniert zumindest. Gut, das hätten wir. Wir brauchen das zweite Gleis. Das würde dann in die andere Richtung gehen. Dann bauen wir das auch von hier hinten her kommend. Ich denke, das ist definitiv cleverer. Also einmal so hier rauf. Höhe. Genau, hier fröhlich rüber. Moment, machen wir mal so. Zack, einmal. Uah, nee, das war genau im Prinzip. Ja, falsch war es nicht, aber dann kommen wir natürlich dort wieder unter die Brücke. Das möchte ich auch nicht. Genau, wenn dann so. Wieder einmal runter. Ich sage gern nochmal, mir fehlt ein bisschen Instrument, dass man hier irgendwie schöner, ja, zweigleisig bauen kann. In dem Sinne, also sprich mit hin und zurück. Das geht halt nur so. Man kann es nur im Prinzip, sag mal, den manuell machen. Ja, so eine Art von manuell, dass man das halt irgendwie so macht, wie wir es gerade machen. So, nochmal Höhe. Nochmal rüber. Nochmal mit F runter. Dann hier lang. Hier lang. Dann drehen wir das Ganze und jetzt müssen wir hier irgendwie hier reinkommen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, wenn wir wieder die Höhe haben. Da brauchen wir aber ein bisschen mehr Höhe, genau. Ja, das geht nicht, wenn wir nochmal ein bisschen Höhe haben. Nee, geht auch nicht. Ich muss nochmal ein Stück wegnehmen. Das hier nochmal weg. Halt, falsch. Ich brauche mal ein Gleis. Ja. So, Höhe. Zack, zack. Nochmal Höhe. Ja, und dann funktioniert es. Dann kommen wir hier rüber. Das passt schon mal. Wir können natürlich auch hier lang. Ja, brauchen wir dann tatsächlich diese Höhe? Ne, guck mal, ein bisschen können wir wieder runter. Irgendwie nach hier und dann hier rein. Okay, das würde schon mal passen. Ich weiß, das ist hier... ja, das ist ein bisschen achterbahnmäßig, aber das funktioniert schon. Der dreht, der hat eine andere Linie. Das müsste jetzt eigentlich bereits passen. Oder habe ich irgendwas vergessen? Ja, hier hinten den Knubbel. Den brauchen wir natürlich auch wieder. Ja, in die andere Richtung, nämlich so. Sag mal. Der möchte meinen Knubbel nicht bauen. Hä? Come on. Machen wir nochmal. Ach, ich habe den Knubbel schon gebaut. Kann ich das nochmal wegnehmen? Dankeschön. So, jetzt. Knubbel ahoi, weil sonst können sie nicht drehen. Gut, wir bräuchten eine neue Linie. Das wäre von hier. Hier hin. Dankeschön. Und da hätten wir gerne zwei Züge. Und das dauert jetzt wahrscheinlich wieder ein Momentchen. Können die hier immer noch drehen? Weil sonst... da muss ich jetzt schnell gucken. Die zwei Züge, die werden kommen. Ja, da sind sie eh schon unterwegs. Das heißt, wir können hier raus. Aus dem hier. Da haben wir sie in schickem Blau. Sauber. Dort haben wir einen Knubbel. Das passt. Wir brauchen den Knubbel hier aber auch. Weil sonst können sie hier nicht mehr drehen. Sonst fahren sie die ganze Strecke. Da schreiben wir in den Kommentaren, das ist natürlich wirklich richtig. Nee, das ist genau falsch rum. So brauchen wir den Knubbel. So, dann können die Züge eben hier drehen. Und hier in die Richtung haben wir den Knubbel. Jawohl, das passt auch. Ich möchte mal schnell gucken, was macht der hier? Der stürzt sich zu Tode. Nee, geht. Nee, geht eigentlich relativ erstaunlich gut, finde ich. Also dafür, dass das hier so wirklich steil runtergeht. Gut, dann können wir das laufen lassen. Wir brauchen Habitate, sonst kommen hier keine neuen Leute mehr rein. Wo siedeln wir denn weiter? Wir hätten hier noch was, das ist allerdings eher Industriebereich. Und hier müssen wir dann halt wahrscheinlich dann doch langsam mal wieder ein bisschen was mit Straßen machen. Ja, wir machen mal hier eine Straße lang. Beton. Irgendwie so hier raus. Zack, damit wir da ranbauen können. In die Richtung.
Und dann ist das hier aber eine Sackgasse. Man sieht's. Ich denke, das ist okay. Hauptsache, die können irgendwo wohnen, die Jungs und Mädels. So, da nochmal. Und hier geht auch nochmal so ein Teil hin. Dann haben wir 4 Stück. Ja, das reicht nicht allzu lang, aber es reicht ein Momentchen. Ja, wir müssen halt mit der Straße weiter. Wo machen wir dich hin? Forschung abgeschlossen. Oh, die Neuronalprozessoren, sehr gut. Dann können wir nämlich dazu übergehen, dass wir hier die gelben Punkte dann langsam mal uns gönnen. Uranabbau, Superautobahn. Ja, ich würde zurück zum Dünger. Okay, und jetzt brauchen wir aber natürlich die Neuralprozessoren. Die brauchen sicher Sand. Ah, die brauchen alles Mögliche. Ja, ich würde die halt auch irgendwo hier außen. Ui. Okay, ich weiß, wo ich sie hinstelle. Guck mal. Hier haben wir doch ein bisschen Bonus. Das würde ich dann vielleicht doch ausnutzen. So, einmal hier, einmal hier. Ja, halt den ganzen Bonus mitnehmen, den wir kriegen. So, hier nochmal um den Bahnhof rum. Das sieht natürlich auch schon wieder edel aus irgendwie. Kann ich hier noch was hinstellen? Jawohl. Und hier hinten hätten wir Massivbonus, aber das können wir lassen. Dort haben wir keinen Straßenanschluss. Hier nochmal. Ja, schön. Ja, also vom Bonus her ist das vielleicht das Beste, was wir bis jetzt gemacht haben. Gut, jetzt müssen die aber natürlich die ganzen Sachen noch kriegen. Muss ich mal schnell schauen. Die brauchen... nee, das sind die Nanoröhren. Was haben wir jetzt hingestellt? Die hier. Die brauchen... Doch, stimmt, Nanoröhren. Die produzieren wir in der Nähe. Dachte ich. Wo sind denn die Nanoröhren? Hier, sind sie das? Nee, das sind Neural. Das sind die, die wir gerade hingestellt haben. Hier, da haben wir die Nanoröhren. Und die produzieren. Das heißt, die sitzen eh schon an der Quelle. Und das ist das andere, was wir brauchen. Mikrochips. Wir gucken mal generell, würde ich sagen. Oh ja, jetzt. Nanoröhren viel zu wenig. Mikrochips zu wenig. Und wie heißen die Teile? Neuronalprozessoren. Ja, die haben wir jetzt erst gerade hingestellt. Das wird ein Momentchen dauern, bis das hier funktioniert. Aber man sieht, Nanoröhren hätten sie gerne. Machen wir auch gleich wieder. So, überall, wo wir Bonus kriegen, ist das sowieso eigentlich selbstredend, dass wir die hinstellen. Jawohl, sehr schön. Hier nochmal so ein Teil. Hier oben nochmal so ein Teil. Hier nochmal. Ja, das ist ja wunderbar. Also das mit dem Bonus, das funktioniert hervorragend, wie man sieht. So, Nanoröhren, ahoi. Wird ein Momentchen dauern, bis sich das hier irgendwie richtet. Dann haben wir tatsächlich zu wenig Strom wieder. Das wundert mich nicht bei den vielen Fabriken, die wir gerade hingestellt haben. Wäre es komisch, wenn es nicht so wäre. Ja, einfach random hier rein. Ist ja egal, wie gesagt, die brauchen ja keinen Straßenanschluss. Dann spielt es eigentlich auch keine Rolle, wo die sind. So, sie sollten einfach nicht im Weg sein. Gut, die haben wir. Dann fehlt wieder Sand. Aha, okay. Schon interessant, wie viel Sand das wir brauchen. Große Sandmine. So, irgendwie hier nochmal. Eine ganze Ladung. Da kriegen wir dann wieder Bonus für andere Sachen. Sand ist eh wieder okay. Und dann Kohlenstoff. Da würde ich jetzt aber den Kohlenstoff, beziehungsweise... ja, doch. Ja, ich überlege gerade, ob wir die Teile eher Richtung Wohnungen stellen. Würde natürlich schon Sinn machen. Hier haben wir aber schon eine ganze Armada, wie man sieht. Wir machen hier nochmal welche hin. So, und hier nochmal so ein Teil. Dann müsste das dann auch reichen. Und jetzt die Mikrochips fehlen noch. Die haben wir hier. Die brauchen genau Sand. Guck mal. Jetzt haben wir doch... Schön Sandbagger-Kollegen hingestellt. Jawohl, dann kriegen wir hier nämlich wieder den Bonus. Das war genau meine Absicht. Ja, geht hier nicht. Hier geht's auch nicht. Da ist halt überall unter anderem der Strom im Weg. So, hier nochmal so ein Packen. Hui. Schön. Also das mit dem Bonus, das macht richtig Spaß, wenn man... Es ist halt irgendwie eine Belohnung, wenn man sieht, das Ganze funktioniert tatsächlich so, wie man es gerne hätte. So, von denen haben wir jetzt ein paar hingestellt. Die brauchen Sand, kriegen sie hier. Und die Elektronikmodule produzieren wir hier. Das müsste also auch funktionieren. Da fehlen aber massiv Mikrochips, sehe ich gerade. Echt jetzt? Okay, dann müssen wir halt nochmal nachrüsten. Arbeitsplätze haben wir ja. Also 2,9 an Bevölkerung, 2,5 an Arbeitsplätzen. Ja, ja, das hat alles seine Richtigkeit. Einmal so nochmal. Und hier hinten könnten wir eigentlich auch noch was hinstellen. Wenn es denn gehen würde. Ja, die üblichen Platzprobleme. Ist aber nicht schlimm. So ab und dann passen wir wieder irgendwo eine Fabrik rein. Und ihr seht, jetzt stellen wir wirklich genug hin.
So, damit wir hier ein Ergebnis haben. 36,50. Mhm. Dafür Kohlenstoff und Elektronikmodule fehlen auch schon wieder. Die haben wir hier. Den fehlt Kupfererz. Haben wir da was mit Stadtteilen gemacht? Jawohl, sieht ganz so aus. Kupfererz. Kommt von hier nach da. Ja, da könnten wir natürlich nochmal gucken, dass wir die hier auch beliefern. Von hier aus kommend. Von hier hinten. Ich würde es aber mal lassen, weil beliefert werden die. Jetzt sehe ich aber gerade, der Kollege dort, der hat keinen Strom. Moment, da kann ich raus, bevor ich irgendwas markiere, was ich gar nicht markieren möchte. Moment, gehen wir mal ganz Escape. So, das hier beenden. Den Strom nehmen. Ah ja, man sieht, der ganze Bahnhof hier ist im Prinzip ohne Strom. Wobei, das wäre kein Problem. Das Problem haben wir hier hinten irgendwo. Ja, bei ihm hier. Zack, so, jetzt. Jetzt müsste sie Strom haben. Sehe ich das richtig? Nee, das ist nicht angeschlossen. Das müssen wir natürlich noch kurz ändern. So, jetzt ist es angeschlossen. Ist das Stromnetz 1? Jawohl, Kontrolle. Ja, passt. Passt. Alles Stromnetz 1. Wohnungen können wir lassen. Und, ui, jetzt haben wir aber Beton, haben wir. Wir können also Autobahn bauen ohne Ende. Gut, und die Eisenbahn, die ist ja, oh ja, genau, ich habe natürlich jetzt versäumt, dass wir das hier noch anschließen. Das machen wir wieder mit Einbahnstraßen. Zack, da rein, zack, hier raus. Da stimmt was nicht, habe ich die falsche Richtung erwischt, sieht ganz so aus. So, Moment, nochmal, Straßen, nee, nicht ersetzen. Dann umkehren. Jawohl, dann funktioniert das nämlich. So, hier geht's rein. Jetzt habe ich wieder irgendeinen Modus drin. Moment, nicht Straße ersetzen. Gehen wir nochmal raus. Laden die Straße nochmal neu. Schnappen uns das Teil und jetzt geht's nämlich. Ich komme hier aber gar nicht dran vorbei. Müssen wir anders handhaben. Machen wir hier eine längere Zufahrt. So, da rein. Und hier geht's in die Richtung wieder raus. Passt schon mal. Und hier hinten, ich würde sagen, hier machen wir einen Autobahnzubringer. Sprich, dass das in die Richtung geht. Hier rein. Und hier geht's da rein. Dann haben wir das auch schon. Und die Straßen, die lassen wir für den Moment. Ich würde das tatsächlich so lassen. Gut, allora. Sonst noch was? Wir gehen mal schnell gucken. Ja, oh ja, hier fehlen halt jetzt überall Sachen. Was fehlt euch? Fehlt euch Motoren? Fehlen euch auch? Weil Motoren können wir schon relativ lange eigentlich bauen. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Wo sind denn die Motoren gleich nochmal? Da. Motorfabrik. Die brauchen Kupfererz und Stahl. Das heißt, die hätten den Bonus. Genau, hier bei den Stahlwerken. Gucken wir mal. Wir haben doch überall irgendwie Stahlwerke und Co. gebaut. Nö, hier nicht. Ist das alles Beton? Offensichtlich schon. Wo haben wir denn die Stahlwerke gleich nochmal hingemacht? Weiß das noch jemand auswendig? Nicht hier, so wie es aussieht. Ja, da ist eins. Aber ich möchte halt diese Motorenfabriken alle irgendwie beieinander haben. Hier gibt es nirgends Bonus. Sag mal, wir haben doch Stahlwerke auch ohne Ende eigentlich platziert. Oder haben wir die eher bei den Dingern hier hinten? Nö. Nee, da ist auch nichts. So, und hier? Ja, hier wird es Bonus geben, weil wir hier an Kupfererz rankommen. Aber wir haben hier natürlich dann keinen Stahl. Das würde ich mal lassen. Nee, gefällt mir tatsächlich nicht. Da gibt es auch keinen Bonus. Hier gibt es den Bonus. Das wäre doch was. Okay, ich würde die hier hinsetzen. Und zwar gedreht. Da ist dann wieder ein bisschen außerhalb, ist mir klar. Eine Straße kriegen sie, das ist kein Ding. Und falls sonst was fehlt, müssen wir halt wahrscheinlich wieder mit den Stadtteilen dann arbeiten. So, einmal so noch. Dann ein Sträßchen, nehmen wir doch gleich mal die breitere. So, einmal so und da rein. Okay, und hier hinten. Ja, wir könnten das natürlich noch verbinden. Ich aktiviere mal die Kurve. Da irgendwie so und da rein und dann passt das. Jetzt fehlt denen, man sieht's, Kupfererz. Da machen wir wieder was mit Stadtteilen, würde ich vorschlagen. Den fehlt auch Kupfererz. Haben wir grundsätzlich zu wenig? Nö, ist eigentlich okay. Wir haben zu wenig Motorendingens. Ja, ja, das kommt ja. Sobald wir natürlich das hier dann zum Laufen bringen. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier vernünftig an Kupfererz rankommen. Wir haben hier nichts mehr. Hier hätten wir was. Hier hätten wir auch was, da müssen wir aber über den Berg rüber. Das möchte ich eigentlich nicht, wenn es nicht sein muss.
Da hinten hätten wir noch was und dann haben wir uns hier zugebaut. Könnte man mit einer Hochstraße lösen. Ja, aber wir haben ja eigentlich genug. Oh, hier. Guck mal, hier ist ja Kupfer. Haben wir was gemacht mit Stadtteilen? Jawohl, aber die drei haben wir noch. Also, nehmen wir mal die drei mit. Die wollen mal primär hier hin. Okay, und dann eben mit Kupfererz. Würde heißen, von hier hinten. Hier hin, danke schön. Und ich würde dahin auch. Wobei, guck mal, die haben eigentlich Kupfererz. Beziehungsweise, das ist so gemacht mit dem Stadtteil, dass die hier Kupfererz bekommen werden. Gut, dann können wir hier wieder gucken. Motoren, ja gut, da müssen wir jetzt einfach die Geduld haben, bis hier Kupfererz ankommt, dass die hier die Motoren bauen können. Kohlenstoff. Ja, es zieht jetzt ein bisschen natürlich an, überall, dass wir zu wenig haben. Ich würde generell mal nochmal ein paar Habitate setzen. Und ich möchte kurz gucken, mache ich gleich, bei den Landebahnen, wie es da aussieht. Hier können wir nochmal eine Straße reinmachen. So. Weil, hat niemand gesagt, dass die keine Sackgassen mögen? Also von daher gehe ich mal davon aus, dass das okay ist so. Wenn wir es nicht gerade ins andere Gebäude reinbauen. Ja, Moment, das reißen wir nochmal ab. Das kann man eigentlich auch bewegen, aber das geht mit Abreißen fast schneller, finde ich. So, da rein. Und dann passt das schon. Very bene. So, Eisenbahn ist auch unterwegs. Hier mit dieser... Ja, auch so von krumm nach schief. Eben habe ich schon mal gesagt, das Spiel ist halt... Vom Bauen her ist es relativ dankbar. Wie soll ich sagen? Dahingehend, dass man eben wirklich bauen kann, wie man lustig ist. Aber dafür hat man dann teilweise wirklich eben auch so krumme Geschichten. Oh, jetzt ist aber hier... Jetzt ist aber hier langsam nicht mehr schön. Oh, den fehlt überall. Tatsächlich, Moment, das werden wir gleich mal lösen hier. Kohlenstoff. Ihr kriegt hier Kohlenstoff ohne Ende, Jungs. So, eine ganze Armada. Könnt ihr hier noch was brauchen? Ja, müsst ihr wieder eine Straße bauen. Wir können hier nochmal was machen. Zack, 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 zack. Passt. Jetzt, das ist wieder zu nah dran. Oh, da ist sogar ein Stromkollege im Weg. Gut. Und hier fehlen eben die Motoren. Da würde ich sagen, sobald wir Motoren haben, werden wir denen mal sagen, dass sie die auch nach hier vorne natürlich liefern. Oder haben wir hier irgendwie massiven Stau? Nö, nicht wirklich. Das ist meistens dann, oder das könnte auch der Grund sein, warum die hier nicht an Kohlen Stoff rankommen. Oder irgendwie eine andere Verbindung machen. Die fahren hier lang. Dann fahren sie hier rauf. Nee, ich denke, von der Verbindung her ist das eigentlich okay. Ich weiß nicht, warum die den Kohlenstoff nicht kriegen. Oder haben wir grundsätzlich so viel zu wenig? Nee. Nee, nee, nicht wirklich. Das passt eigentlich. Das können wir so lassen. Gut, gehen wir hier raus. Machen das hier noch zu, wenn ich es erwische. Ja, mal gucken, wie lange es dauert, bis die an den Kohlenstoff rankommen. Ich hoffe, das geht relativ schnell. Oh, und jetzt fehlen hier hinten... Oh, jetzt geht es wieder los mit Habitate, die runtergestuft werden. Denen fehlen einfache Mahlzeiten und Computer. Also irgendwie, das sieht so ein bisschen aus, als hätten wir irgendwie Stau. Und die Produktion deswegen, die kommt dann ins Wanken. Dem ist aber nicht so. Ich sehe gerade nicht, warum die jetzt hier plötzlich so massive Probleme haben. Aber gut, ich würde sagen, das werden wir uns in der nächsten Folge ansehen. Hier wird nicht herabgestuft, doch es wird und das gefällt mir natürlich nicht. Das werden wir uns ansehen in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss!